Nein, das Bundesamt für Migration hat in einigen Fällen bei Antragstellern aus der Türkei eine positive Asylentscheidung getroffen. Das geschieht nach Recht und Gesetz und im Einzelfall. Die Entscheidungen kommen so zustande, dass die Bundesregierung Leitsätze für Länder dem BAMF als Empfehlung gibt. Die Entscheidung selbst trifft der Entscheider ganz unabhängig. Und natürlich sind die Entwicklungen seit dem Putsch auch in diese Leitsätze für die Länder eingeflossen. Das hat überhaupt keine Signalwirkung. Wir treffen unsere Entscheidung in nationaler Souveränität und lassen uns von niemandem da irgendwie beeindrucken. Das hat auch keine Signalwirkung an folgende Antragsteller, sondern es ist eine Entscheidung im Einzelfall. Und genauso müssen Asylentscheidungen auch getroffen werden. Nun, die Beziehungen sind ja schlecht. Die Türkei ist NATO-Partner, die ist auch in Sicherheitsfragen für uns sehr wichtig. Aber die Entscheidung des Referendums und die politische Entwicklung macht uns große Sorgen, das ist klar. Von uns aus muss es aber keine Verschlechterung geben. Wir tun, was wir für richtig halten.